Hallo ihr Lieben, Juhu vom Guru und von Chris. Wer hätte das gedacht? Wir haben es heute besonders spannend gemacht. Wir haben bei Burger King die neue Cheesy Lover Barbecue Aktion ausgereizt und haben einmal Beef und einmal Plant-Based bestellt. Und da gibt es eine ganz, ganz lustige Geschichte. Ich habe tatsächlich damals mal aus Versehen Plant-Based bekommen und habe es nicht gemerkt, weil der Plant-Based so gut schmeckt. Ja? Ja, das ist echt geil. Und hier ist ja gar kein Kennt. Also wir haben die Burger jetzt in weißen Schachteln bekommen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt der Plant-Based ist und welches der Beef ist. Schauen wir mal, vielleicht kann man es ja optisch unterscheiden. Ist irgendwas drauf? Guck bitte drauf. Ich weiß auch nicht, ich gucke jetzt einfach gar nicht drauf. Wir packen den einfach mal aus. Und ey, we're tasting. I love it. Guck mal, wie der aussieht. Wow. Ich finde es cool, was Burger King mittlerweile so reißt. Die hatten vor kurzem noch die Rösti-Lover-Aktion. Ja. Ich würde jetzt sagen, so wie das aussieht. Ist das der Plant-Based? Ist welches der Plant-Based? Der, oder? Oder der andere? Irgendwie ist der hier höher. Bekommen die Pflanzenfreunde vielleicht mehr... Oh, da sind auch Jalapenos drauf. Das sieht ja geil aus. Ja, was ist bei dir drauf? Das sieht geiler aus. Da hier ist nur so Röstzwiebeln und sowas drauf. Ich hab normale Zwiebeln auch tatsächlich noch drauf. Ja, welches könnte denn jetzt welcher sein? Wollen wir reinbeißen? Wir beißen mal rein. Ja, komm, wir beißen mal gegenseitig unsere Burger rein. Was sagst du, Chris? Der Cheesy überzeugt halt mit extra, wir hatten schon mal so eine Cheesy Lover Aktion. Jetzt gibt es Cheesy Lover Barbecue. Und die Krönung wäre Cheesy Lover Barbecue Rösti. Oder Cheesy Lover Barbecue Bacon Rösti Deluxe. Das ist richtig. Ja. Was würdest du sagen? Hast du Fleisch oder hast du Dings? Ich hüte mich noch zurück. Ich weiß ja ungefähr. Ich habe keine Ahnung. Wir tauschen mal die Burger. Das ist echt krass. Auf jeden Fall sah meiner besser aus, finde ich auch. Ich beiß jetzt mal von hinten hier rein. Mein Lieblingswörter. Im Menü. Nee, das blendet mich. Ah! Ja. Aber allein, dass man nicht damit verwirren kann, ne? Ja. Ist schon gut. Ist schon richtig krass. Ist schon gut. Also Burger King ist vegan, echt eine ganz andere Liga. Das war schon nicht schlecht. Also allein auch von der, also vom Fleisch, von der Konsistenz her, hast du nicht gesehen. Ey, überhaupt nicht. Auch nicht von der Optik. Das ist jetzt nur, weil der gesünder schmeckt. Ja. Jetzt tut's mir leid, ich habe die angebissen, aber wir müssen eine Großaufnahme machen, um mal vom Nahen zu sehen und um die Optik nochmal abzugleichen. Viel Spaß. Dürft ihr nochmal mitraten? Ich filme jetzt extra auch die nicht angebissene Stelle. Was seht ihr hier? Ist das der Plant-Based oder der Beef? Jetzt gehen wir zu dem anderen Burger. Schaut euch den mal an. Was meint ihr? Ist das hier der Plant-Based? Oder ist das der Beef oder Plant-Based? Es gab ja schon so ein paar einfache Hinweise eben. Und ja, richtig. Hier links ist der Plant-Based. Der wurde zweimal so elegant angebissen. Und das hier ist der Beef-Burger. Und weiter wird gegessen von dem leckeren Burger hier. Kann ich den wieder haben mit Fleisch? Es ist der mit Fleisch. Habe ich den mit Fleisch? Ja. Wirklich? Warte mal, wir können das an den Jalapenos. Ach scheiße, nee, ich hab doch... Nee, meiner hat Röstzwiebeln. Echt? Dann hast du den, ne? Was ist das, ne? Hä? Hat der auch Jalapenos? Hab ich jetzt euch gerade... Ich bin total verwirrt. Hä? Look at this. Ja, sind ja eigentlich auch die gleichen Burger. Nee, das ist der. Okay. Der ohne Fleisch. Aber der so zweimal komisch rein. Das ist der ohne Fleisch, ne? Ich beiß jetzt hier rein. Das merkt man ja schon. Ja. Das Fleisch, ne? Mhm. Ich habe gerade richtig schön in meine Lieblingszwiebel gebissen. Ein Genuss bis zum Schluss. Nein. Aber der Cheesy Lava sieht immer so richtig pervers aus. Ich glaube, man muss sich irgendwie so eine Käsesoße bestellen und dann so rüber träufeln. Wie findest du den? Was würdest du denn geben auf einer Skala von 1 bis 10? Boah. Hast du die anderen, was war deine letzte Burger King Aktion? 9 oder so? Die du mitgenommen hast. Weißt du das noch? Die letzte Aktion von BK, aber du isst sonst eher klassisch, ne? Ich esse eher McDonald's. Ja. Ja, da kommt leider nicht so viel Neues aktuell. Naja. Schade, ja, aber wer weiß, was es ja noch bringt. Also, ich gebe dem Burger auch 9 Punkte. Plant-based auch genial. Dann sagen einige, ja, aber ist ja trotzdem nicht vegan. Nee, weil da Käse drauf ist und etc. Aber es ist trotzdem ein geiler, leckerer Burger und es ist ja dann trotzdem weniger Fleisch in der Summe und ein kleiner Schritt nach vorn. Richtig gut gelungen. Von mir gibt es auch 9 Punkte. Und hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Einen Daumen nach oben. Und dann gibt es in Zukunft noch weitere Videos hier. Von mir, von Chris, von uns zusammen. Mhm.
Wir sehen uns. Kommt wieder was. Tschüssi.